herzlich willkommen in Stuttgart. Wir haben diese Woche das Thema themenfrei und ich habe mir überlegt, ich nehme euch mal mit nach Stuttgart und zeige euch das Stuttgart und die Stuttgarter Szene. Auf geht's! Angekommen im Park, für den Sommer super, was erzähl ich denn jetzt? Schwenk doch mal nach da drüben. Da ist auch, ja, also das, was ihr da drüben seht. Das Gebäude, was ihr da gesehen habt, das ist unser Planetarium. Ja, ist auch ganz interessant mal. Sonst, was kann man hier im Park machen? Im Sommer die Sonne auf den Körper strahlen lassen, Fußball spielen, Volleyball spielen, Frisbee spielen und ja, im Winter kannst du spazieren gehen. Genau, das ist unser Park. Ich hoffe, er bleibt so. Und ja, schauen wir mal weiter, was in der Stadt los ist. Homo-Disco, wo jeden
dritten Freitag im Monat einmal die Elwood Party stattfindet. Sehr witzig. Ja, nach einer Zeit, wie glaube in jeder Szene, kennt man einfach jede. Genau. Warum ich jetzt nicht davor gehalten habe, weil ich da jemand kannte und... Nee, lieber nicht. Genau. Ja, ich würde jetzt noch kurz euch mit zum Air Club nehmen. Der Air Club ist eigentlich nicht wirklich ein Homo-Schuppen, aber einmal im Monat findet da eine Schwulenparty statt. Und heute Abend die After-Show-Party der Gatelight. Gatelight ist auf dem Vasen, also nicht auf dem Wiesen, sondern auf dem Vasen, was wir in Stuttgart haben. Eine Party in einem Volksfest. Muss ich lauter reden? Okay. Genau. Da wird heute Abend ein Maß nach dem anderen getrunken und danach geht's in Air Club. Laufen wir los. Ab geht's. You say you love me, but you don't. Donnerstag, 6.10. Gatelight. Sehr cool. Ja. Was ist denn sonst noch? Nichts, was uns Homos angeht. Sonst Air Club ist ganz cool. Geht in den Keller rein. Mehrere Bars. So rumrum. Und in der Mitte noch so ein Podest zum Tanzen. Richtig cool. Könnte ein bisschen eng werden manchmal, wenn viel los ist. Aber sonst sehr cool. Genau. Muss ich mir erstmal setzen. Das wird weg vom Kameramann. Mal zum Rathaus machen. Genau. Und was am Rathaus so besonders ist, das werde ich euch dort erzählen. Gleich. So, jetzt sind wir vor dem Rathaus. Genau, beim Rathaus. CSD ist hier immer die Kundgebung danach. Und sonntags, den Tag nach der Parade, sind hier auf dem kompletten Platz. Da werden wir gleich nochmal schwenken. Komische Kinder. Genau. Hier auf dem Platz stehen dann immer Stände, wo du Essen kaufen kannst, Informationsstände. Davon ist immer eine Bühne aufgebaut, wo dann diverse Bands, Comedien und ja, sonst wer auftritt. Ja, genau. Das ist so unser Rathausplatz. Immer was los. So, und jetzt setzen wir uns hier irgendwo nach hin und ich erzähle was von der... So, genau. Ich habe mir jetzt einen Platz zum Sitzen gesucht und möchte euch noch was über die Weißenburg erzählen. Die Weißenburg ist in Stuttgart so eine Organisation für Schwule, Lesben, Transsexuelle und ja, genau. Zu Weißenburg fahre ich heute leider nicht mehr. Deswegen erzähle ich euch jetzt hier vorm, hinterm Rathaus, wie auch immer was. Genau. Was gibt es in der Weißenburg? Die Weißenburg bietet Sportgruppen an für Schwule, Lesben, jeglicher Art, Stammtische. Man kann sich dort auch gerne Hilfe holen, zum Beispiel, wenn man nicht weiß, wie sage ich es meinen Eltern, oder es
irgendeine Art von Problem gibt, sind die in der Weißenburg auch gern dazu bereit zu helfen. Also ich werde euch mal unten in die Kommentarbox den Link zur Weißenburg setzen und dann könnt ihr euch da ja gern mal reinlesen oder wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr mir einfach. Genau. So, was machen wir denn? Viele Bars. Das Magnus kennt ihr ja schon. Dann haben wir noch die Monobar, das Rubens, das Monroes, den Kings Club, den Air Club, das Lehmann. Da ist einmal im Monat die Love Pop drin. Genau, das für schwulen Lesben. Dann haben wir noch Smash, da ist dann immer so CSG-Party drin und wir haben auch ein Cinemax, wo einmal im Monat ein die L-Night ist. Ja, das lassen wir uns einfach so stehen. Genau. Das Coolste in Magnus ist diese Kuh da unten. Die habt ihr sicher schon gesehen beim Rumschwenken. Ich finde die cool. Ich würde mir am liebsten zu Hause wieder aufstellen. Das ist die Kuh. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber da fehlt der Schwanz. Das war's von mir, von meiner Stuttgart-Reise. Wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Mia, ciao.